Das Biegen von Hickory-Holz ist der Schlüssel zur Herstellung eines traditionellen Lacrosse-Schlägers der amerikanischen Ureinwohner. Alfie Jacques hat sein Leben damit verbracht, diese Fähigkeit zu perfektionieren. Das ist schön. Sieh dir das an. Er ist einer der letzten Menschen auf der Welt, der weiß, wie man sie herstellt. Ich lerne immer noch dazu. Er ist ein Onondaga, einer der indigenen Völker Amerikas, das vor 1000 Jahren Lacrosse erfand. Fast geschafft. Sie nennen diesen Sport de Hohenjiga-US und glauben, dass er ein Geschenk des Schöpfers war. Babys schlafen vom Tag ihrer Geburt an neben ihrem eigenen Holzschläger und die Menschen werden mit einem begraben, wenn sie sterben. Und in den letzten 5 Jahrzehnten wurde dieser Schläger ziemlich sicher von Alfie hergestellt. Als in den 1970er Jahren Holz durch Kunststoff und Aluminium ersetzt wurde, mussten die meisten indigenen Handwerker aufgeben. Der Markt ist für uns einfach verschwunden. Alfie konnte sich über Wasser halten, weil seine Arbeit schlicht legendär ist. Er hat mehr als 80.000 Schläger von Hand gefertigt. Doch im Jahr 2022 hätte er beinahe endgültig aufhören müssen. Ich hatte Krebs. Chemotherapie greift natürlich den Körper an, sodass du dich schlecht fühlst. Wir haben die Onondaga-Nation besucht, um zu sehen, wie diese Tradition mit Alfies Hilfe heute noch Bestand hat. Los, hau zu! 1961 begann Alfie mit seinem Vater Schläger aus Hickory-Bäumen herzustellen. Wir hatten kein Geld, um einen Schläger zu kaufen. Da sagte mein Vater, machen wir unseren eigenen. Von Anfang an haben wir rumprobiert und uns ständig verbessert. Alfie hackte und sägte sie selbst. Aber heute erledigt sein Lehrling Parker Boos das meiste der schweren Arbeit. Das Holz trocknet einen Monat lang, bevor sie es auf die richtige Größe zuschneiden. Als wir mit Alfie im April drehten, hatte er genug Kraft, die Bandsäge alleine zu benutzen. Aber solche Tage sind selten. Letztes Jahr konnte er kaum laufen. Letztes Jahr habe ich kein einziges Lacrosse-Spiel gesehen. Ich konnte meinen Kopf nicht lange genug für ein Spiel hochhalten. Heute ist er dankbar für jede Minute, die er hier verbringt. Um später eine perfekte Biegung zu erhalten, ist das Holz entscheidend. Während des gesamten Prozesses benutzt Alfie nur dieses eine Mal ein Messgerät. Ich verwende Messschieber. Ich weiß, ich schummel etwas. Er verbringt etwa 10 Minuten damit, die Dicke zu perfektionieren. Alfie schnitzt seit seinem 5. Lebensjahr. Ich bin durch meine Großmutter an die Holzarbeit gekommen. Sie war Korbmacherin. Das Künstlerische kam von ihr, es war in mir, es war in meinem Vater, es war ein Teil unserer Familie. Parker erhitzt den Ofen auf über 1100 Grad Celsius. Alfie besitzt ihn seit den 1960er Jahren. Das Holz wird bis zu 40 Minuten gedämpft, bis es weich wird. Alfie testet das Holz vor dem Biegen, da es leicht brechen kann, wenn es zu lange oder zu kurz erhitzt wurde. Wenn es noch steif ist, kommt es zurück in den Ofen. Ein paar Minuten. Das kommt wieder rein. Wenn das Holz federt, ist es fertig. Die Rinde hält die Fasern zusammen und verhindert so, dass das Holz bricht. Heute braucht Alfie Parkers Hilfe, um das Holz zu biegen. Jahrzehntelang hat er das alleine getan, teilweise mit nur einem Arm. Mir macht es Spaß, aus Hickory-Holz einen guten Schläger zu machen. Ich schnitze gerne und arbeite gerne mit Holz. Im Indianerreservat Negro Onondaga stellen Alfie Jacks und sein Vater Lou Jacks Lacrosse-Schläger her und verkaufen sie. Onondaga ist eine von 6 Nationen der Haudenosaunen-Konföderation, die die Franzosen Irokesen nannten. Viele Leute hier sind auf ihre Herkunft wirklich sehr, sehr stolz. Und die Onondagas sind eine souveräne Nation. Wir wären lieber unabhängig und auf uns alleine gestellt.
1968 nahm Alfies Geschäft Fahrt auf, nachdem eine nahegelegene Stockfabrik niedergebrannt war, eine Chance für ihn und seinen Vater. Sie schnitzten monatlich 1000 Schläger. In den 1970er Jahren verlangsamte sich das Geschäft, als Kunststoff- und Aluminiumstäbe begannen, Holz zu ersetzen. Alfie musste andere Jobs annehmen, führte das Unternehmen aber in seiner Freizeit weiter. Das hat sich gut angehört, oder? Für mich ist es wie eine Verpflichtung gegenüber unserem Volk, unserer Kultur und der Welt des La Crosse. Die Ureinwohner begannen, den Sport als spirituelle und soziale Aktivität auszuüben. Hunderte von Spielern spielten in Wettkämpfen, die mehrere Tage dauern konnten. Es wurde ebenfalls dazu genutzt, junge Männer auf Kämpfe vorzubereiten, sowie Streitigkeiten beizulegen. Ein Missionar benannte das Spiel im 16. Jahrhundert nach dem französischen Wort für Bischofsstab um, La Crosse. Europäische Siedler begannen das Spiel im 19. Jahrhundert mit begrenzten Mannschaften zu spielen. Im Jahr 1868 verbot die National La Crosse Association of Canada Ureinwohnern die Teilnahme am Wettbewerb. In den Vereinigten Staaten wurde La Crosse bald bei Universitätsstudenten der Mittel- und Oberschicht beliebt. Heute gibt es in den Vereinigten Staaten und Kanada Dutzende professionelle Teams und insgesamt 85 Länder nehmen an internationalen Turnieren teil. Aber Holzschläger sind selten. Alfie blieb im Geschäft, da er seine Schläger individuell an jeden Spieler anpasste. Im Jahr 2004 hatte er schließlich wieder genügend Kunden, um Vollzeit zu arbeiten. Ich mache den einen schwer und den anderen mache ich leicht. Die Spieler sind alle unterschiedlich und haben verschiedene Vorlieben. Während das Holz aus dem Ofen noch heiß ist, schneidet Alfie ein Stück Rinde für eine weitere Biegung ab. Er schreibt das Datum mit einem Bleistift aufs Holz. Dann lagert er es, damit sich das Holz verdichtet. Okay. Nach 6 Monaten kommt das Holz wieder in den Ofen, um ein weiteres Mal gebogen zu werden. Alfie und Parker schieben das Holz in ein Regal, das die Biegung des Holzes unterstützt. Alfie verwendet immer noch den Halter, den sein Vater Ende der 60er Jahre aus Altholz hergestellt hat. Das gleiche gilt für seine Schnitzbank. Das Herausarbeiten der Konturen macht Alfie am liebsten. Das ist eins dieser Dinge, die man an einem verschneiten Tag in Syrakus macht. Hier drin ist es schön warm und du bearbeitest das Holz und hörst dabei Bluesmusik. Es ist ein ziemlich gutes Gefühl. Es könnte schlimmer sein. Alfie misst nach Augenmaß und Berührung. Nach 80.000 Schlägern weiß man ziemlich genau, wie viel Holz man abreiben muss und wie viel besser dran bleibt. Er verwendet antike Zieglingen, die zur Herstellung von Fässern verwendet wurden. Er zieht das Messer in Richtung der Holzmaserung, um es stark zu halten. Schaut her, der ist fertig. Gefällt mir. Ohne Markierungen oder Schablone bohrt er etwa 20 Löcher rund um den Kopf des Schlägers. Er verbringt etwa 10 Minuten damit, die Kanten zu schleifen. Man lernt die Schönheit des Holzes zu schätzen. Anschließend rundet er die Ecken mit einem Schleifklotz ab. Alfie entwarf sein Logo, als er in der 4. Klasse war. Ich dachte, wenn ich mein eigenes Logo hätte, dann wüssten alle, dass es nicht von Al Jones ist. Es ist von Alfie Jacques.
Alfie und sein Vater entwickelten in den 60er Jahren ihre eigene Methode zum Bespannen der Tasche. Wir haben es uns zusammen beigebracht, weil wir beide so etwas noch nie zuvor gemacht hatten. Niemand hat es uns beigebracht. Es war wie ein großes Geheimnis. Niemand hat es uns gezeigt. Er verwendet Nylon, Leder und Rohlederschnur. Diese fertigt er selbst an und bespannt damit die Tasche. Früher waren Lacrosse-Schläger komplett mit Rohleder benetzt. So ehrt Alfie die Vergangenheit. Jedes einzelne Holzstäbchen ist ein bisschen anders. Sie haben ihren eigenen Charakter, ihre eigene Qualität, ihre eigene Art. Alfie stellt jährlich etwa 200 Lacrosse-Schläger her und verkauft sie für $350 pro Stück. Aber er musste die Produktion einstellen, um im Jahr 2022 Krebs im vierten Stadium behandeln zu lassen. Im August war es wirklich schlimm. Es war wirklich schlimm, es war knapp. In diesem Jahr stellte er nur 6 Schläger her. Ich hatte in der Zeit kein Einkommen, habe also kein Geld verdient. Doch dank seiner Gemeinde bekämpft er den Krebs nicht allein. Ich möchte mich noch einmal bei allen dafür bedanken, dass sie gekommen sind und dieses Turnier unterstützen, was Alfie Jacques zugutekommt. Spieler aus allen 6 Haudenosaunee-Nationen sammelten mit einem Lacrosse-Turnier im April Geld für Alfie. Alfie Jacques ist zum Synonym für die traditionellen Lektionen der Herstellung von Holzschlägern geworden. Durch sein Engagement für unser Spiel indigener Herkunft wird es heute auf der ganzen Welt anerkannt und gespielt. Noch einmal Applaus für Alfie Jacques. Danke, Leute. Danke. Schön, euch Waldbewohner zu sehen. Schön, euch Teams zu sehen. Danke fürs Kommen. Schöner Hut. Das ist das erste Spiel, das Alfie seit über einem Jahr gesehen hat. Es ist ein besonderes Spiel, auch weil er viele der Spieler seit Jahrzehnten kennt. Alfie spielte in den 60er und 70er Jahren als Stürmer und Torwart. Damals trainierte sein Vater die örtliche Onondaga-Mannschaft. Alfie trat in die Fußstapfen seines Vaters und wurde Trainer in den 2000er Jahren. Wenn wir nicht mehr spielen wollten, dann war Alfie da, um uns zu unterstützen und zu motivieren. Er zeigte uns, warum dieses Spiel so wichtig ist. Ungefähr 100 Spieler kamen zum Turnier, um Geld für Alfie zu sammeln und ihm für seine Arbeit zu danken. Jeder will einen Schläger von Alfie haben, denn seine Schläger sind einfach etwas Besonderes. Holzschläger können den Spielern mehr Wurfkraft verleihen und zu einer härteren Verteidigung beitragen. Es ist jedoch schwieriger, mit ihnen umzugehen, und sie können 4-mal so viel wiegen wie Titan- oder Kohlefaserstäbe. Sehr gut gespielt. Einige Ligen und Verbände haben versucht, Holzschläger zu verbieten, in der Hoffnung, die Zahl der Verletzungen zu verringern. Wir müssen einfach nur mehr mit ihnen trainieren und sie nicht so schlecht machen. Der Schläger, der diese Tradition gestartet hat, sollte nicht aus dem Spiel verschwinden. Und obwohl selbst die meisten indigenen Spieler Metall und Kunststoff für ihre Profikarriere wählen, schätzen sie ihre Holzschläger und halten sie für unersetzlich. Viele bringen ihre Holzschläger immer noch zu jedem Spiel mit auf die Bank. So einen Schläger in der Hand zu halten, ist etwas ganz Besonderes. Es ist fast wie ein Blitzschlag, man spürt ihn. Natürlich entwickelt sich die Welt weiter, weshalb wir die Grundsätze und die Traditionen weiterführen müssen. Es ist gut, da draußen bei den Leuten zu sein. Ich liebe es, von Lacrosse-Spielern umgeben zu sein. Das bin ich, das ist mein Leben. Am Tag nach dem Turnier war Alfie mit Parker und seinen Söhnen zurück in der Werkstatt. Setz den Keil da oben ein. Schlag zu. Gut gemacht. Schön.
ein alter indigener Maisstampfer. Sein letzter Schliff ist eine violette Wurfschnur, eine heilige Farbe für sein Volk und ein Markenzeichen seiner Schläger. Als wir Alfie trafen, arbeitete er gerade an dem letzten Schläger, den er jemals herstellen würde. Einfach ein schöner Schläger. Gefällt er euch? Ich liebe diese Arbeit. Und selbst in seinen schwierigsten Momenten fand Alfie immer einen Weg weiterzumachen. Das Leben ist wie ein Lacrosse-Spiel, es steht unentschieden und wir sind in der Verlängerung. Ein gegnerischer Spieler rennt auf dein Tor zu, du musst ihn kriegen. Er hat nichts mehr im Tank, aber du kriegst ihn. So ist es doch. Gib einfach nicht auf, mach weiter. Kurz nachdem wir mit ihm gefilmt hatten, fühlte er sich wieder zu schwach, um zu arbeiten. Alfie Jacques starb am 14. Juni 2023. Er wurde zusammen mit seinem Lacrosse-Schläger in den Händen in Onondaga begraben.